TDL. Wir haben heute einen Workshop und es gibt mehrere Stationen, die wir bedienen. Zum Beispiel die erste Station rund um die Beatmung wirst du was gezeigt bekommen. Du kannst selbst ausprobieren und kannst einfach mal schauen, wie ist denn das so, wenn man eine Druckbeatmung zum Beispiel bekäme. Es gibt die Station 2, da schauen wir dann einfach nochmal, was macht das Absaugen, ein Kaffeesist, das ist ein Hustenassistent, da wird hier einiges gezeigt. Dann gibt es noch ein Trachealmanagement, das ist die Station 3. Wie funktioniert das überhaupt? Wie sieht es aus? Wie funktioniert ein Trachealwechsel? Dann gibt es zum Schluss auch nochmal eine Präsentation hier von der ganzen WG mit Rundgang und natürlich ganz vielen Fragen von euch. Nicht jeder hat in seiner Laufbahn schon mal Erfahrung in diesem Bereich gesammelt, gerade die Intensivmedizin in der Häuslichkeit oder in so einer Wohngemeinschaft wie hier. Genau. Erlebt man eben nicht immer mit und ist auch nicht immer Teil der Ausbildung. Deswegen, also liebe Pflegefachkraft oder wenn du auf dem Weg nach dahin bist, komm gerne zu unserem Workshop vorbei und lass dich von uns inspirieren. Genau, wir freuen uns.